Die Evaluation basiert auf einem systematischen Prozess, der von den Anforderungen ausgeht, die der Armeestab für das neue Kampfflugzeug zusammengestellt hat. Die Anforderungen decken alle Bereiche eines Kampfflugzeugs ab. Leistungsfähigkeit zum Beispiel, aber auch den Unterhalt. Das Evaluationsteam hat die Anforderungen in ein Questionnaire übersetzt, das rund 2000 Einzelfragen beinhaltet. Der Questionnaire ist den Kandidaten im Rahmen der Offertenanfrage unterbreitet worden und muss mit der Offertengabe beantwortet werden. Das hat den Vorteil, dass die Informationen von diesen vier Kandidaten bei allen Offerten am gleichen Ort zu finden sind. Bei der Erprobung geht es jetzt darum, die Antworten der Kandidaten systematisch zu überprüfen. Ein Teil davon wird analytisch mit Expertenwissen überprüft. Ein anderer Teil haben wir in Simulatoren bei den Herstellern überprüft. Und einen letzten Teil tun wir in der Flugerprobung, im Flugtest in der Schweiz verifizieren. Dabei geht es vor allem auch darum, Sensoren wie Radargeräte im Schweizer Umfeld, z.B. über den Bergen, in der Funktion zu sehen.